Ich bin schon als Kind immer ungeheuer neugierig gewesen, musste alles Technische um mich herum zerlegen, so dass mich meine Eltern als Spitznamen den Techniker nannten. Durch seine unstillbare Neugier hat Karl Leo mit sogenannten OLEDs die Grundlage für ein Milliardengeschäft gelegt. OLED steht für Organic Light Emitting Diode, auf Deutsch organische Leuchtdiode. Ob brillante Displays oder hauchdünne Fernsehbildschirme, dahinter stecken OLEDs. Und das bereits in jedem zweiten Handy. Die Welt von Grund auf verstehen, das prägt sein Leben. 1980 beginnt Karl Leo in Freiburg Physik zu studieren, ist fasziniert von sogenannten Halbleitern, die er in der Solarzellenforschung kennenlernt. Ihre Geheimnisse zu ergründen, wird sein Leben bestimmen. Das Wort Halbleiter klingt ja vielleicht zunächst mal in der deutschen Sprache etwas abwertend, so eine halbe Sache. Aber das Spannende ist natürlich, dass man die Leitfähigkeit kontrollieren kann. Metall leitet sozusagen immer gut, Isolator leitet immer schlecht und beim Halbleiter kann man eben an- und ausschalten. Für die Elektronik ermöglicht das ungeahnte Anwendungen. Die nutzt Karl Leo. 1993 nimmt er sein Wissen mit an die TU Dresden, an der er noch heute lehrt. Sein Fokus: organische Halbleiter. Materialien, die im Gegensatz zu anorganischen Halbleitern wie Silizium aus Kohlenstoff bestehen. Als Pulver oder Flüssigkeiten lassen sie sich flexibel verarbeiten und man kann sie günstig herstellen. Als ich mit organischen Halbleitern begann, galten sie noch als exotische Materialien, physikalisch interessant, einige neue Phänomene. Aber man hat nicht an eine wirklich große praktische Anwendung geglaubt. Karl Leo glaubt daran. Mit seiner Arbeitsgruppe beginnt er systematisch, eine spannende Eigenschaft der organischen Halbleiter zu erforschen. Werden sie unter Strom gesetzt, beginnen sie zu leuchten. Auf einem Trägermaterial, zum Beispiel Glas, werden dafür mehrere hauchdünne Schichten aufgedampft. Zuerst ein transparenter Leiter, der Pluspol, dann Schichten aus verschiedenen organischen Halbleitern. Zum Schluss kommt eine reflektierende Metallschicht, der Minuspol. Wird nun Strom angeschlossen, fließen vom Minuspol Elektronen hinein und wandern durch den Halbleiter zur Mitte. Vom Pluspol wandern sogenannte Löcher, also Stellen, an denen Elektronen fehlen, ebenfalls zur Mitte. In der mittleren Schicht verbinden sich Elektronen und Elektronenlöcher. Dabei geben sie Energie ab, in Form von Licht. Je nach Halbleitermaterial in einer anderen Farbe. Solche organische LEDs geben ein weiches, flächiges Licht ab und sind ca. 200 mal dünner als ein menschliches Haar. Doch bislang haben sie noch riesige technologische Defizite, brauchen viel zu viel Strom. Anfangs war bei den organischen Halbleitern noch fast alles schlecht. Die Effizienz der Bauelemente war schlecht, die Lebensdauer der Bauelemente war schlecht und die Funktionalität war gering. 1995 beginnt Leo deshalb nach neuen, besseren organischen Halbleitern zu suchen. Das Problem, es gibt Millionen möglicher Kandidaten. Monatelang testen er und sein Team verschiedene Verbindungen. Ihr Trick? Sie mischen ihren Halbleitern kleinste Mengen an fremden Materialien hinzu. Durch dieses sogenannte Dotieren werden Fremdatome in die Gitterstrukturen der Halbleiter eingebaut. Sie bringen zusätzliche freie Elektronen und Elektronenlöcher mit. Das steigert die Leitfähigkeit und Karl Leos Ausdauer wird belohnt. Und dann hat ein Doktorand organische Leuchtdioden gebaut und hat eine dotierte und eine undotierte verglichen. Die undotierte hatte 25 Volt Betriebsspannung, die dotierte 5. Als ich die Ergebnisse gesehen habe, da war das schon sehr, sehr erfreulich. Das Dotieren ist der Durchbruch und verbessert die Leitfähigkeit um den Faktor 1 Million. 3 Jahre dauert es, dann hat das Team die perfekte Materialkombination gefunden. Viele Forscherkollegen können das kaum glauben, bis Karl Leo Kartoffeln zur Hilfe nimmt, mit denen man eine extrem schwache Batterie basteln kann. Wenn ich jetzt hier anschließe und wir ein bisschen Glück haben, dann sollte das hier grün aufleuchten. Sehr schön. Also die Physik verlässt uns nicht und wir sehen halt, dass die doch schon recht hell leuchtet mit diesen 4 Kartoffeln. Leo und sein Team haben das Problem der Effizienz gelöst und plötzlich ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten.
2001 gründet Leo zusammen mit Mitarbeitern die Firma Novalet und meldet etliche Patente an. Der leidenschaftliche Forscher wird zum erfolgreichen Unternehmer. 2013 kauft Samsung die Firma für 260 Millionen Euro. Denn Leos OLEDs verbrauchen halb so viel Strom wie die der Konkurrenz. Gerade für Smartphones ein entscheidender Faktor. Weltweit werden sie daher in Displays verbaut. Jedes einzelne bestehend aus Millionen mikroskopisch kleiner Leuchtdioden mit Halbleitern aus Dresden. Wenn man dann natürlich Dinge gefunden hat, die Anwendungsbedeutung haben und man möchte sie wirtschaftlich verwerten, dann sind Patente unabdingbar. Heute ist Dresden ein Hotspot der organischen Halbleiterindustrie. Bis 2024 soll der Markt auf 163 Milliarden Euro wachsen. Und OLEDs sind nur ein Anwendungsgebiet. Statt aus Strom Licht können organische Halbleiter auch aus Licht Strom machen. Kaleo nutzt das für flexible und dünne Solarfolien, die völlig neue Einsatzgebiete erlauben. Wieder gründet er mit Mitarbeitern eine Firma, Heliatec. In der weltweit größten Fabrik für organische Dünnfilm-Solarzellenfolien werden in Dresden ab 2021 Millionen Quadratmeter produziert. Und Leo ist schon dran am nächsten großen Ding: Bioelektronik. Etwa für intelligente Implantate, die sich im Körper nach getaner Arbeit einfach auflösen. Da ich neugierig bin, will ich Neues sehen, wie ja schon das Wort neugierig enthält. Und man freut sich über die Dinge, die man erfolgreich beendet hat. Aber die wirklich interessanten Dinge sind die unverstandenen Dinge. Das Spannendste an der Wissenschaft sind die offenen Fragen. Und dank dieser Neugierde hat der Techniker von einst einen neuen Spitznamen bekommen. In der Presse nennt man ihn heute ehrfürchtig Organikpapst.